Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hat Bundesverkehrsminister Scheuer Verträge mit Mautbetreibern geschlossen, ohne das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten und durch die dann folgende Kündigung dem Steuerzahler massive Kosten eingebrockt? Es geht um einen möglichen Schadensersatz in Höhe von 560 Millionen Euro. Heute stellt sich Andreas Scheuer, wir erwarten ihn im Untersuchungsausschuss, den Fragen der Abgeordneten. Ich kann jetzt sprechen mit Jeanette Clark, die den Untersuchungsausschuss sich angeschaut hat heute. Jeanette, es geht ja vor allen Dingen auch um eine mögliche Geheimabsprache. Aber wie ist das eigentlich insgesamt heute abgelaufen? Ja, heute war ein ganz entscheidender Tag oder ist noch, muss man sagen, ein sehr entscheidender Tag, der ja mittlerweile hier seit 11 Stunden andauert im Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss. Seit 11 Stunden in der Tat sitzen hier die Abgeordneten mit ihren Zeugen zusammen und arbeiten sich so Stück für Stück, muss man sagen, auf Andreas Scheuer als Zeuge zu. Das ist natürlich heute auch einer der Hauptakteure und wir erwarten ihn eigentlich ja innerhalb der nächsten halben Stunde, muss man sagen, zu sehr später Stunde. Aber das hängt mit der Dramaturgie dieses Tages zusammen, die man sich gesetzt hatte. Heute sind die wesentlichen Akteure in diesem Untersuchungsausschuss, um die es geht. Und das waren mal einstige Partner. Das sind nämlich die Mautfirmen, mit denen der Bund damals verhandelt hatte. Die sollten die Pkw-Maut kontrollieren und erheben. Verträge sind geschlossen worden. Und Andreas Scheuer und diese Mautfirmen, die sind allerdings nicht mehr allzu gute Freunde, muss man sagen. Denn nachdem der Europäische Gerichtshof die Maut gekippt hatte, hat Andreas Scheuer die Verträge gekündigt. Und man steht sich gegenüber mit Schadensersatzforderungen. Das Ganze läuft allerdings, um das auch noch mal ganz klar zu sagen, in einem privaten Schiedsgerichtsverfahren. Das ist die juristische Aufarbeitung, die politische Aufarbeitung. Die findet natürlich hier heute im Untersuchungsausschuss statt. Und wie gesagt, natürlich hat man sozusagen für Andreas Scheuer eine Vorlage gebraucht und hat gesagt, wir wollen zuerst mal die Chefs der beiden Mautfirmen hören, das ist Kapsch und Eventim, und auch den Geschäftsführer, und wollen die genau nach diesem Punkt fragen. Gab es in der heißen Verhandlungsphase 2018, als über diese Pkw-Mautverträge verhandelt wurde, das Angebot der Betreiber an Andreas Scheuer? Wir können mit den Verträgen warten, mit der Unterzeichnung, bis der Europäische Gerichtshof geurteilt hat. Die Betreiber haben gehofft, dass Andreas Scheuer dann noch ein bisschen mehr Geld locker machen kann beim Haushaltsausschuss des Bundestages, um die Maut, den Aufbau dieses Systems zu bezahlen. Denn die Betreiber hatten ein Angebot vorgelegt von 3 Milliarden. Der Bundestag hatte allerdings nur 2 zugestanden. Und dann haben die Betreiber gesagt, na gut, dann warten wir mit der Unterzeichnung der Verträge. Vielleicht gibt es dann mehr Geld. Und für den Bund wäre es ja sozusagen vielleicht auch von Vorteil, bis man dann das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hatte. Heute haben 3 Zeugen übereinstimmend ausgesagt, es gab das Angebot an Andreas Scheuer, mit der Vertragsunterzeichnung zu warten. Andreas Scheuer ist dazu schon im letzten September im Bundestag in der Fragestunde gefragt worden und er hat gesagt, nein, das war bei diesem besagten Treffen kein Thema. Einer der Zeugen, Georg Kapsch, das ist der Chef von Kapsch Traffic. Das ist ein österreichisches Unternehmen, das in Europa ganz viele Mautsysteme betreibt. Das war ein Partner bei diesem Betreiberkonsortium und er hat das natürlich auch bestätigt und hat hier nach seiner Vernahme vor den Kameras auch noch mal auf diesen 29. November Bezug genommen und auf dieses Angebot. Ja, wir hatten eine Diskussion und dann hat Herr Schulenberg diesen Vorschlag gemacht. Herr Schulenberg war der Verhandlungsführer dort und ich habe dann kurz nachgedacht und gesagt, ja gut, das ist auch eine Variante, mit der wir leben können. Der Vertrag wäre natürlich auch nachher, wäre das Urteil anders ausgegangen, so entstanden. Aber man hätte ja auch eine Adaptierung vornehmen können. Der EuGH hat ja nicht gesagt, die Maut ist grundsätzlich nicht zulässig, nur nicht so, wie sie geplant war. Und wir hätten das auch in einer anderen Art und Weise realisieren können. Ich werde niemals über jemanden sagen, er lügt. Ich kann nur über mich sagen und über den Herrn Schulenberg, wir sagen die Wahrheit. Und das System wäre heute in Betrieb gegangen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir fühlen uns wirklich schlecht und nicht vertragstreu behandelt. Aber dazu kann ich nichts sagen. Da gibt es ein Verfahren und wir sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und daher sage ich kein Wort.
Ja, und das ist Verfahren, was Georg Kapsch angesprochen hat, das ist eben jene juristische Aufarbeitung dieses Schiedsgerichtsverfahren, das auch streng geheim läuft und über das eigentlich auch nichts gesagt werden darf. Das ist auch heute immer mal wieder ein Problem gewesen hier im Untersuchungsausschuss, wo es sozusagen die Trennlinie zwischen dem politischen Aufklärungsinteresse und dem juristischen Aufklärungsinteresse, dass man sich da sozusagen nicht in die Quere kommt. Denn natürlich möchte auch kein Abgeordneter hier, egal von welcher Fraktion, dass der Bund womöglich Millionen zahlen muss, weil ja, wie gesagt, hier noch diese Klage läuft und man möchte natürlich hier mit den Informationen äußerst vorsichtig sein. Haben Sie den Eindruck, dass die Betreiber auch nicht besonders sauer darüber waren, dass ihnen ja unterstellt war, diese Verträge konnten gekündigt werden oder hätten gekündigt werden können aufgrund von Mängeln? Denn das ist ja ein zweiter großer Vorwurf, der existiert, dass im Grunde nur gekündigt wurde aufgrund von Mängeln. Und diejenigen, die angeblich für die Mängel zuständig sind, die sagen, es gab überhaupt keine Mängel. Ja, natürlich. Das ist ein großer Widerspruch heute in der Tat auch gewesen. Alle drei Zeugen haben hier übereinstimmend gesagt, man hat gut mit dem Ministerium zusammengearbeitet in der Vorbereitung der Maut, als dann die Verträge ja geschlossen worden sind im Dezember 2018. Und die Vorbereitungen liefen ja genau heute, am 1. Oktober 2020. Das ist ja die Ironie dieses Tages. Sollte die Pkw-Maut in Deutschland ja tatsächlich starten. Eigentlich sollte es ein historischer Tag für die deutsche Verkehrspolitik hier werden. Jetzt weiß man nicht, ob es ein historischer Tag womöglich für Andreas Scheuer wird. Denn die Betreiber in der Tat, die haben gesagt, ja, diese Kündigung, das war schon ein Faulspiel des Ministers. Es gab nie Beanstandungen bei den Vorbereitungen über unsere Arbeit. Und jetzt hat er als Kündigungsgrund angegeben, schlechte Leistung. Das heißt, den Betreibern Mängeln vorgeworfen. Natürlich, da ist eine große Verärgerung. Und natürlich haben die Betreiber ihr ganz eigenes Interesse. Diese Schadensersatzforderungen stehen im Raum. Und da muss man natürlich auch sehen, dass heute Aussage gegen Aussage stehen könnte. Und wir haben ja bislang nur eine Seite gehört, nämlich die Betreiber. Und auf Andreas Scheuer, da warten wir jetzt. Aber wir wollen uns noch mal anhören, was die Obleute hier im Untersuchungsausschuss geurteilt haben und bilanziert haben nach den drei Zeugen der Mautfirmen. Es fängt an, Kirsten Lühmann, die Obfrau der SPD-Fraktion. Wir haben drei Zeugen gehört, die sehr glaubwürdig waren. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass über zwei Gespräche berichtet wurde, die vom Ministerium nicht protokolliert wurden. Das heißt, wir sind allein auf die Aussagen der Menschen angewiesen, die bei diesen Gesprächen dabei waren. Die Aussagen der drei Zeugen, die wir gehört haben, waren auch deshalb glaubwürdig, weil sie kein Interesse daran haben konnten, zu lügen. Es gibt bei dem, was sie ausgesagt haben, nichts, woraus sie einen Vorteil ziehen könnten. Die Aussagen waren zwar ähnlich, aber sie waren nicht so deckungsgleich, dass man sagen könnte, da hat einer eine Aussage aufgeschrieben und die anderen beiden haben das kopiert. In Einzelteilen waren sie auch unterschiedlich, zum Beispiel in der Bewertung, warum dieses in Rede stehende Angebot, die Maut, den Vertrag erst später zu unterzeichnen, eigentlich gemacht wurden. Also insofern bin ich sehr gespannt auf den Zeugen Schulz, wie er diese beiden Treffen wahrgenommen hat. Und danach können wir bewerten, wie sich die Gesamtsituation dasteht, ob der Minister mit seiner Aussage im Parlament etwas dargelegt hat, was so oder so ähnlich gewesen ist, oder ob er eine deutlich andere Sicht der Wahrheit dort verkündet hat. Zunächst sagt der Zeuge Kapsch in seinem Eingangsstatement, die Gründe seien vorgeschoben, weshalb das BMVI gekündigt hätte. Wenn man dann nachfragt und sagt, das wollen wir aber detaillierter wissen und müssen deswegen in eine eingestufte Sitzung gehen, heißt, er hat sich eigentlich nur oberflächlich damit beschäftigt, aber zunächst sich hinzustellen und zu behaupten, die Kündigungsgründe seien vorgeschoben gewesen, das zeigt doch, dass auch hier wiederum viele Fragen offen sind, die wir endgültig wohl hoffentlich nur in einer eingestuften Sitzung klären können, weshalb wir es für erforderlich gehalten haben, keinen der drei Zeugen heute zu entlassen. Keiner der drei Zeugen ist heute in der Befragung abgeschlossen. Wir haben aber jetzt vielmehr das Problem, der Zeuge Schneble wäre für heute Abend noch greifbar, dass insbesondere die Zeugen Schulenberg und Kapsch wohl heute Abend für weitere Befragungen nicht mehr zur Verfügung stehen.
was bedeuten würde, beide Zeugen für eine eingestufte Sitzung neu zu laden. Was Herr Schneble aufgeschrieben hat, hat Herr Kapsch vollumfänglich bestätigt am 22. November. Bei dem Gespräch im Ministerium hat Herr Schulenberg das Angebot gemacht, die Vertragsunterzeichnung abzuwarten, bis das EuGH-Urteil durch ist. Herr Kapsch hat dies ausdrücklich und ausführlich vollumfänglich bestätigt. Damit ist für uns glasklar, wenn drei Zeugen unabhängig voneinander sagen, dass es dieses Angebot gab und dass das zentraler Bestandteil dieses Gespräches war, dass der Minister in dieser Frage die Unwahrheit im Parlament gesagt hat. Der Minister hat nicht nur die Unwahrheit im Parlament gesagt und damit auch die Öffentlichkeit belogen, er hat auch die Betreiber aufgefordert, die Unwahrheit zu sagen. Er hat sie damit auch ein Stück weit bedroht, genötigt, ein absolutes Unding und eines Ministers absolut unwürdig. Mit Herrn Kapsch hat der dritte Zeuge heute bestätigt, dass es das Angebot gab, mit der Vertragsunterzeichnung bis zum EuGH-Urteil zu warten. Es ist ein sehr glaubwürdiger Zeuge, denn er ist seit 25 Jahren im Mautgeschäft unterwegs, europäisch unterwegs. Er hätte wirtschaftlich überhaupt kein Interesse, hier heute eine falsche Aussage, eine unzutreffende Aussage zu treffen. Und auch wieder wurde bestätigt, wie dreist der Verkehrsminister in den Verhandlungen unterwegs war. Er hat ja auch, das hat Herr Kapsch bestätigt, angeboten, dass man mit zusätzlichen Leistungen doch finanziell auf den grünen Zweig kommt und hat da die Fernbusmaut vorgeschlagen und die Maut von 3,5 bis 7,5 Tonnen, obwohl er selber als Minister dazu eine ganz andere Auffassung der Öffentlichkeit vorgetragen hat und obwohl das auch überhaupt nicht im Koalitionsvertrag abgedeckt ist. Es ist schon dreist, in Verhandlungen mit den Bietern das als mögliche Zusatzleistung hier zu verkünden. Alle drei Zeugen haben klar dargestellt, dass es ein Angebot gegeben hat, die Vertragsunterzeichnung zu schieben bis nach dem EuGH-Urteil. Und was die Aussagen dieser Zeugen besonders glaubwürdig macht, das ist die Betrachtung aus unterschiedlichen Facetten, aus unterschiedlichen eigenen Betroffenheiten, die sich aber immer schön ergänzt hat. Es sind keine Widersprüche zwischen den Aussagen dieser Zeugen entstanden. Deshalb frage ich mich jetzt, was ein Zeuge, Staatssekretär Dr. Schulz, anderes sagen kann, was später auch ein Verkehrsminister Scheuer anderes sagen kann, wie man so etwas hätte anders wahrnehmen können. Es geht hier im Untersuchungsausschuss nicht nur um die Frage, ob Andreas Scheuer voreilig die Verträge zur Pkw-Maut geschlossen hat mit den Betreiberfirmen, nämlich eben bevor der Europäische Gerichtshof sein Urteil gesprochen hatte, sondern es geht auch um die politische Glaubwürdigkeit von Andreas Scheuer. Die Opposition spricht ja davon, dass er im Bundestag eben nicht die Wahrheit gesagt hat. Zu dem Punkt gab es das Angebot der Betreiber, die Unterzeichnung noch mal zu verschieben bis zum EuGH-Urteil. Und die Glaubwürdigkeit von Andreas Scheuer, die wird natürlich seine eigene Aussage dann jetzt unterstreichen müssen, hier zumindest. Aber es war ja noch ein Zeuge vorgeschoben worden, ganz kurzfristig. Zusätzlich zu den drei Zeugen der Betreiberfirmen ist noch der ehemalige Staatssekretär von Andreas Scheuer eingeladen worden. Gerhard Schulz ist das. Er ist heute Geschäftsführer der bundeseigenen Firma Tollcollect, die ja die Lkw-Maut wiederum verantwortet. Und Gerhard Schulz war damals im Ministerium der Mr. Maut, so hat man ihn wohl intern genannt, weil er jahrelang mit dieser Sache betraut war und auch die Verträge mitverhandelt hat, bei allen wichtigen Treffen dabei war, auch bei den hier in Rede stehenden Treffen. Und dann hat man ihn kurzfristig geladen. Er ist jetzt gerade noch hier hinter mir im Untersuchungsausschuss als Zeuge und wird dort befragt. Ja. Und wahrscheinlich wird auch nach ihm wieder die Deutung der Obleute auseinandergehen. Wie glaubwürdig ist das, was er sagt? Gerhard Schulz zumindest hat gesagt, er war ja bei dem einen Treffen dabei. Er kann sich nicht erinnern, ob es ein solches Angebot gab. Die Abgeordneten haben immer wieder nachgebohrt. Was heißt das denn, sich nicht erinnern können? Gab es eins oder können Sie ausschließen, dass es eben keins gab? Also das war nicht ganz schlüssig in seiner Aussage. Und Kirsten Lühmann, die Obfrau der SPD, die hat im Ausschuss hier das nochmal so auf
einen Punkt gebracht. Die hat gesagt, also Herr Schulz, ich muss sagen, die drei Zeugen der Betreiberfirmen, die waren heute in ihrer Aussage wesentlich schlüssiger. Das, was Sie uns hier erzählen vom Ablauf der Gespräche, das hat mich noch nicht ganz überzeugt. Also ob das wirklich ein Entlastungszeuge für Andreas Scheuer im Endeffekt sein wird, das kann man jetzt noch nicht abschließend beurteilen. Da müssen wir erst hören, inwiefern Andreas Scheuer, den wir jetzt, wie gesagt, ja innerhalb der nächsten halben Stunde hier erwarten, was er genau zu diesem Treffen und zu diesen Vorwürfen, die heute relativ massiv waren, sagen wird. Sie haben ja jetzt nun mehrere Stunden im Ausschuss gesessen und dieses auch sehr genau verfolgt. Die Untersuchungsausschüsse sind ja gerne so ein politisches Mittel im parlamentarischen Kampf zwischen Regierung und Opposition. Inwieweit konzentriert sich das tatsächlich auf die Sache hier und inwieweit ist es so ein Degenfechten zwischen den politischen Parteien? Also es ist beides, wie das in Untersuchungsausschüssen tatsächlich meistens ist. Natürlich ist es ein politisches Gremium, es ist keine Gerichtsverhandlung, auch wenn die Zeugen hier natürlich auch die Wahrheit sagen müssen. Aber es ist beides. Es ist eine politische Abrechnung hier mit einem Bundesverkehrsminister, der nach dem Eindruck der Opposition kein gutes Bild abgeliefert hat. Aber es ist natürlich auch eine Auseinandersetzung in der Sache, denn wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, 560 Millionen Euro Schadensersatzforderungen der Betreiber stehen hier im Raum. Und wenn Andreas Scheuer quasi auch mit dafür verantwortlich war, auch persönlich mit dafür verantwortlich war, weil er eben diese Verträge mit so abgeschlossen hat und vor allem auch vorangetrieben, weil es war ja, daran muss man auch immer mal wieder erinnern, ein Prestigeprojekt der CSU seit 2013, seit Horst Seehofer das Ganze im Wahlkampf thematisiert hat und dann auch in den Koalitionsvertrag der Großen Koalition hier in Berlin schon damals hat reinschreiben lassen, ist das ein CSU-Thema, was vorangetrieben wird. Aber, wie gesagt, die Schadensersatzforderungen bestehen und da sagt der Bundestag, also das geht nicht. Und es stehen ja auch noch andere Vorwürfe im Raum gegenüber Andreas Scheuer, dass er Vergaberecht und Haushaltsrecht, da wird es etwas komplizierter gebrochen hat. Aber das ist hier für den Bundestag schon auch ein sehr wichtiges inhaltliches Thema.